und gib dann hier und hier Grabbefehle. Ja, und aus dem Marmor baue ich dann auch was Schönes. Fliesen rentieren sich nicht, die machen ja genauso viel Freude wie Stein und so weiter. Marmorsäulen gibt es nicht. Gibt es hier was Schönes aus Marmor? Ja, Rubinpodest. Yay. Hier gibt es auch nichts aus Marmor. Betten aus Marmor haben wir keine. Oh, zwei Fernkampfgoblins. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das ist jetzt wiederum ein Problem, dass sie sich aufgeteilt haben. Aber der eine steckt ja sogar da noch in der Klemme, weil er sich da rein teleportiert hat. Jetzt portet er sich aber woanders hin. Ja. Attention. Dieser Ort scheint in mehrere kleine Bereiche unterteilt zu sein. Jeder Bereich ist vermutlich durch eine Öffnung in den Trennmauern zugänglich. Wir sollten nach Räumen suchen, die durch die Mauern in die angrenzenden Bereiche führen. Ja. Oh, Goblinbetten. Das gibt uns einen schönen Boost, um nachher... Also ja, die Fernkämpfer sind wirklich eigentlich relativ harmlos. So. Oh, wie kommen wir jetzt an das Ding? Ah, ich weiß schon. So, kommen wir an das. Hm. Ich mach mal kurz was Verrücktes. Ich stelle die beiden Sachen um. Verkauft die beiden Sachen, dass ich hier Klötzchen reinsetzen kann. Mit dem ganzen Holz, was wir nämlich jetzt gekriegt haben, geht das ziemlich gut. Ja, genau. Grab das unter dir weg. Ist sehr schlau. Der Weg nach Hause ist aber frei. Ja, der ist frei. Also du müsstest auch nach Hause kommen. Und sehr schön. Ja, danke. Und fertig. Dann müssen wir nur noch die beiden Böden und dann haben wir es eigentlich geschafft. Also den Thronsaal jedenfalls zu richten. Fackelhalterung. Ah, jetzt kriege ich keinen Tooltip mehr. Achso, Platin. Turmalin. Erstmal das Gold hier. Und die Goldader hier. Und... zwei neue Truhen. Truhen bringen auch keine Freude oder so. Aber hey, wir kommen an Gold. Das ist wichtig. So.
Ah, hinter dem Ding war was versteckt. Weißt du was, mach die drei Blöcke auch noch weg. Da ist sogar noch ein Stein. Baust du den Stein ab? Ja, sehr schön von dir. Der hat keinen Bock runter zu fliegen. Jetzt müsste er aber gleich runterfliegen, genau. Und ja, das ist schön viel Gold für den Zwergenhort zum Verbessern. Und dank meiner Beliebtheit und allem zwei neue Zwerge, bitte. So, hier kann ich eine Leiter reinsetzen schon mal. Damit er hier raus kann. Er kann leider noch nicht raus, weil er muss erst hier freigraben. Jetzt kann auch er hier raus. So, jetzt können sie laufen und essen. Ihr seid am Forschen. Sehr gut. Und wir haben zwei neue Jungzwerge. Sehr gut. Zwergenhautstufe Stufe 3 kostet 2500 Gold. Das muss die letzte Stufe sein, sonst wäre das viel zu übertrieben teuer eigentlich. Und ja, ich grabe noch ein Stück in diese Richtung hier frei, dass wir da nochmal Ton hinsetzen können. Wobei, brauchen wir gar nicht. Die Thronen müssen ja gar nicht zugänglich sein, sobald sie gebaut wurden. Ich kann einfach hier und hier noch eine hinpacken und gut ist. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Oh, da ist noch Gold dahinter. Also Silber. Das ist auch schön. Aber ansonsten haben wir jetzt leider keine Bereiche mehr. An Eisen kommen wir zurzeit leider auch nicht wirklich ran. So, das war der letzte Stein hier. Und ja, da ist Ende, wieder immer Ende im Gelände. Ja, da war nur ein Krümelturmalin und ansonsten nichts von Bedeutung. Ja. Ich würde mal sagen, wir kommen nicht weiter nach unten. Das heißt, wir kommen nur noch in diesen Raum da. Ja. Weil hier ist die Wand zu Ende. Genauso wie bei uns hier oben. Ich will aber auf jeden Fall auf meinen dritten Soldaten warten. Bis der auch Level 8 erreicht hat. Meinen aktuellen Soldaten gebe ich schon mal eine Sammelfahne hier. So, dass die sich da sammeln können und den anderen nicht das Training wegnehmen nachher. Wenn er soweit ist. So. Nebenbei, ich vernachlässige die ganze Zeit komplett das Schlafzimmer, weil ich lieber die Holzblöcke setze. Ein Forschungspunkt bringt nicht viel, wir brauchen zwei.
Aber hier ist noch mehr Gold. Das ist sehr gut. Gold ist gut. Ja, Gold ist gut. Gold ist Macht. Lasst mich, ich bin ein Zwerg. Ich sollte mich selber lassen, ich bin ein Zwerg. So. Jede dieser Truhen bringt 200, ja. Noch 4 Stück sind wir bei 2800. Mhm. Und ja, ich dekoriere jetzt mal ein bisschen das Schlafzimmer. So. Das wenigstens ist das schon mal Holzböden hat. Oh, nebenbei, wir können ja jetzt bessere Essenspflanzen pflanzen. Da wir abgegradet haben, können wir jetzt Radieschenbeete setzen. Das werde ich machen, wenn ich genug Holz wieder übrig habe. Holzpflanzen können wir keine neue. Wir könnten die besseren Tische, kostet aber auch zu viel Holz. Ja, eine Übungspuppe. Fallen. Bettenmäßig könnten wir jetzt das gut gebaute Bett bauen. Ja, dann könnten wir die beiden Betten ersetzen. Und ja, ich bin mir sicher, wir stoßen noch auf genug Stein. So, dann bauen wir die Betten bitte für mich. Dass wir die beiden Betten ersetzen können. So, und 2 von den Karotten reiße ich schon mal ab. Ich merke gerade, wir haben da übrigens schon eine Karotte mal wieder verloren. Aber ist ja alles halb so wild. Und unter der Karotte fehlt übrigens noch der Boden. So. So, Radieschen. Haben wir ein bisschen Holz. Da ich die Radieschen jetzt frisch platziert. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht kopieren, ich wollte verschieben. Ist mir jetzt ein Haufen Steinflöten gegangen? Ich denke mal ja, aber egal. Ich bin mir sicher, wir finden noch mehr als genug Stein hier unten wieder. Nein, da grabe ich nicht rein. Noch nicht. Mit dem bisschen Eisen, was ich habe, baue ich eine Übungspuppe. Schon mal. Und sobald einer von den beiden 5 erreicht hat, grade ich ihn auf. Dann kann er da trainieren und dann grade ich ihn, sobald ich 200 Holz übrig habe, nochmal auf. Ja gut, Nahrung kommt jetzt wahrscheinlich rein. Ja, da haben wir jetzt alles geplündert. Ansonsten sieht auch alles hier geplündert aus. Und weiter nach unten kommen wir halt, wie gesagt, nicht. Ja, das heißt, der Weg weiter führt hier lang und hier rum wahrscheinlich. Und ja, hoffentlich habe ich auch... bin ich auch näher dem Plattenpanzer dann dran, wenn ich mein Militär fertig habe.